Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goody mit einem weiteren Guide zu Far Cry 5. Und zwar geht es heute wieder um eins der begehrten Prepper-Verstecke, die es in Far Cry 5 zuhauf gibt. Und diese sind extrem nützlich, extrem hilfreich, denn dort gibt es A, Level zu gewinnen durch Fähigkeitspunkte und B, eine ganze Menge Kohle, die dort herumliegt. Die heutige Herausforderung nennt sich Mülltaucher. Dafür ist auch mal wieder einiges zu tun, muss man wirklich definitiv sagen. Erstmal müssen wir zusehen, dass wir hier oben die Plattform frei bekommen. Nachdem die Shotgun nicht will, machen wir das halt dann einfach auf die harte Variante mit einer Sprengladung. So, zünden die, wenn sie in der Luft ist. Perfekt, da haben wir uns dann schon mal alles freigesprengt und kommen da wunderbar dran. Haben dann zwei Möglichkeiten, um da rüber zu kommen. Möglichkeit A, wir machen den Sprung hier richtig. Das ist die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit habe ich mir überlegt, nachdem dieser Typ extra mit seiner Gurke hier nach vorne fährt. Okay, dann nutzen wir halt einfach das Fahrzeug als kleine Kletterhilfe, parken diese direkt vor der zweiten Klettermöglichkeit, also dort, wo wir normalerweise hinspringen würden, gehen raus aus dem Fahrzeug und dann einmal hier oben drauf, ist dann überhaupt gar kein Problem. So, dann folgen wir hier diesem kleinen Weg hier, logisch. Und haben gleich hier wieder das nächste. Hier können wir aber direkt gleich rüberspringen. Da brauchen wir diese Dinger hier gar nicht wegzumachen. Springen nochmal direkt hier rüber. Und dann nutzen wir jetzt den Kletterhaken. Da seht ihr extra, das ist auch schon so eine Stelle, wo man wieder hochklettern kann, wenn diese Sektion hier fehlschlägt. Einmal den Kletterhaken genutzt. Hier sauber abgesprungen. Dann geht es hier runter in die nächste Passage hinein. Und jetzt wird es ein bisschen tricky. Aber da hat uns ja auch die kleine Notiz darauf hingewiesen, dass die ganze Sache mit Strom zu tun hat. Denn halt ohne Strom kommen wir nicht ans Versteck heran, was sich hier dort befindet. Dort seht ihr, die Tür ist momentan noch rot verriegelt. Das bedeutet, die können wir also nicht öffnen. Wir brauchen erstmal Strom. So, da hinten ist der Stromschalter. Den werden wir einmal betätigen. Und können dann die Tür öffnen. Das Problem ist natürlich nur dann, steht das ganze Wasser unter Strom, wie wir hier sehen. Und deswegen müssen wir halt zusehen, dass wir den Boden dabei nicht berühren, während wir auf dem Weg sind zur Tür. Das geht ganz einfach, indem wir hier vorne rechts einmal auf diese kleinen Rohre und die Kiste drauf. Dann hier übers Regal. Dann sehen wir es da auch schon blau leuchten wieder. Das Spiel weist uns darauf hin. Hey, da kannst du dich festhalten, da kannst du klettern. Das machen wir auch. So, da ist die Tür, wo wir durch wollen. Die Fässer schubse ich erstmal beiseite, damit die beim Sprung nicht eventuell im Weg sein sollten, einen stoppen. Und dann springen wir einfach hier rüber, weil da hinten sehen wir schon wieder die blauen Seile, die uns sagen, hier geht's lang. Machen wir auch so. Einmal darüber, wir sind schon fast da bei der Tür. Nochmal rüber. Dann hier über diese Holzbalken. Ihr wisst ja, Holz isoliert. Und dann sind wir da. Das war's. Ja, hat euch das kleine Video geholfen, gefallen? Lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich riesig drüber freuen. Abonniert den Kanal, wenn noch nicht geschehen, dann verpasst ihr hier kein neues Video. Ich sage bis dahin, so long, goodbye, keep gaming, euer Goody.